Willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War Ragnarök. Ja, ich habe jetzt den Riss dann doch offline nochmal gemacht, aber ich habe ihn besiegt, diesen Centaur-Wesen. Das war dann am Ende doch ziemlich easy. Ich musste einfach nur alle meine Runen einmal durchfetzen, Fähigkeit von Freya, alle Pfeile, und dann war das Ding eigentlich auch schon down. Weiß nicht, warum ich da gestorben bin, aber jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder hier in dem grünen Herz, da wo wir jetzt hier endlich die Nornkiste dann, denke ich mal, machen können. Ich denke mal, das müsste jetzt passen, ja. Jetzt kann ich diese Figuren damit zerstören. Optimal. Ja, ich würde sagen, bevor es jetzt losgeht, nimm dir kurz eine Sekunde auf zwei Zeit. Geh mal unter dem Video, schau mal da, lass mal einen Daumen da, ein kostenloses Abo, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch kein weiteres Video von mir zu God of War Ragnarök. Würde mich mega mit krass supporten, ich würde mich extrem freuen. Würde mir echt den Tag mit versüßen, bin ich ganz ehrlich, ja. Das kann man schon so sagen. Ich würde sagen, let's go, ab mit dem Video. Okay, ich verstehe schon. Ich muss die alle drei auf einmal explodieren lassen. Das heißt, erstmal schnell alle drei finden. Und dann alle drei einmal anwerfen und dann explodieren lassen. Verstehe schon. So fast wie mit den Glocken ähnlich. Nur wo sind denn alle drei? Eins. Zwei. Wo ist das dritte, Freunde? Wo ist das dritte? Wo ist das dritte? Bin ich so blind gerade? Nee, oder? Steht die zufällig hier irgendwie direkt daneben? Nee. Wo ist das dritte? Hier? Statue! Wo bist du? Oder war die hier irgendwo? War die hier irgendwo? Okay. Wo war das? Wo war das? Also da vorne ist die Kiste. Zwei haben wir. Ey, wenn ich jetzt irgendwie eine Cutscene trigger und dann der Zug fährt da wieder runter, dann ist das doof, ey. Ich will jetzt auf jeden Fall diese dämliche Kiste immer haben. Oder war das hier? Ach da, ja, alles klar. Eins. Der Speer bleibt ja, glaube ich, unendlich drin, oder? Also der verschwindet jetzt nicht auf Zeit. So, bloß nicht Dreieck drücken. Zwei. Und drei. Und jetzt testen wir mal, wenn wir gleichzeitig Dreieck drücken, dann müsste es eigentlich sein, ne? Yes, nice. Alles klar, easy. Ach, ein Horn, Mann. Drei von vier. Okay, dann haben wir jetzt von jedem drei. Das heißt, egal welche Kiste wir das nächste Mal finden, wir bekommen ein Update. Geile Sache. So, war hier nicht noch was? War hier nicht noch was? Noch eine Kiste. Hier waren zwei, glaube ich, oder? War das nur das? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ist gut möglich, ja. So, vertrau mir, wir kommen hierhin zurück, hat er gesagt, ne? Was passiert, wenn ich jetzt wieder hier reingehe? Vergiss aber nicht, dass wir da lang nicht nach Hause kommen. Wir müssen mit dem Zug runter. Die Mine. Glaube ich mich jetzt hier komplett, oder? Muss mich einmal noch hier umschauen. Hier haben wir alles gelootet, was es gibt. Und wieso sind wir auch da irgendwie lang gegangen, ne? In die Mine rein. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt wirklich alles hier, würde ich jetzt einfach mal frech behaupten, ne? Hier vorne wäre noch so ein Grabstein. Und hier könnte ich jetzt auch lang gehen, ne? Ein Riss. Ich weiß, hier irgendwo an der Mine war das auf jeden Fall. Da war auch so ein Seil, was man dann katapultieren kann. Das ist ziemlich groß, die Map, tatsächlich. Nidavellir. Na gut, komm, wir gehen erstmal. Wir gehen erstmal mit Freya. So, das merke ich mir auf jeden Fall auch. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier oben. Wir sind hier oben am Tunneleingang. Muss mir echt mal so eine Notiz brauche hier während der Aufnahme nämlich legen, wo ich mir dann kurz eine Notiz machen kann, wo ich überall noch hin will. Ich glaube, das kannst du hier gar nicht eigentlich behalten, oder? Okay, dann wieder mit der Silbermine von Phantasialand geht's nach unten, oder? Huh.
Dieser Dröpnir-Speer. Bist du bereit, ihn einzusetzen? Zum Schutz von Atreus. Ich bin niemandes Streiter, nur seiner. Und niemandes Gott. Das mag meine Gestalt sein. Aber nicht meine Natur. Hast du verstanden? Eine andere Meinung ist wohl kaum das Wichtigste, was ich für dieses Bündnis hinten anstelle. Solange der Plan vorsieht, Heimdall zu töten, spielt der Rest keine Rolle. Außerdem gibt's die Neuigkeit, dass Odin ahnt, was wir vorhaben. Ich wusste, ich habe Raben gehört. Verdammt! Was hat er gesagt? Lügen, Drohungen, mehr Lügen. Was hast du erwartet? Ist es eine Lüge, dass Atreus in Asgard ist? Nein, ich fürchte, das ist die Wahrheit. Dann spielt der Rest keine Rolle. Ich habe in der Nähe ein Tor gesehen, über der Bucht. Mit deinem Speer sollten wir es erreichen. Ah, ja, ich weiß genau, wo wir sind. Ich weiß genau, wo wir sind. Genau hier habe ich gesagt, ey, wie kriegt man das denn so? Komm, den battlen wir jetzt. Den battlen wir jetzt. Das ist machbar. Das ist machbar. Let's go, Mann. Zeig dich. Zeig dich. Das Refil der Herzlose. Für den König! Für den König! Okay, vom Schaden her machbar. Vom Schaden her definitiv machbar. Fuck, fuck, fuck. Die Rune nicht getroffen. Shit, Mann. Shit, Junge. What? Okay. Alter, der Schaden gemacht hat mir mein halbes Leben oder mehr abgezogen, ey. Oh, okay. Diesmal nicht so wie mit Gast. Hier werden wir auf jeden Fall noch eine Runde versuchen, ey. Das kann ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Ich hätte die Runen alle treffen müssen. Fangen wir mit dem dämlichen Speer an. Da, diese Attacke. Boah, ey, wo kommt die her, Mann? Okay, das werden die Valkyren sein, oder? Das werden die Valkyren sein. Ich muss ein bisschen auf Distanz bleiben. Okay. Ja. Okay, das kann ich nicht ausweichen, ne? Also Schaden passt eigentlich, wa? Schaden passt eigentlich tatsächlich. Hast du Angst? Fall vor mir nieder! Voll den Speer! Ich muss mich echt konzentrieren, Mann! Boah, der Speer macht super Schaden. Boah, der Speer macht super Schaden. Siegefälle bringen nicht? Mach dich bereit, Bo. Wechsel die Pfeile. Mann, ey. Steht die Frau wieder neben mir. Natürlich ging das jetzt in die Hose. Runde Nummer 3, den schaffen wir auf jeden Fall jetzt. Der Speer ist übertrieben gut, der macht mega Schaden. Das heißt, ich kämpfe erstmal nur mit den Runen von allen Waffen. Und dann fetzen wir den Speer. So. Guck dir den Schaden an und den Stun, den ich damit kriege. Oh fuck, ey, da bin ich nicht zu weit ausgewichen. Oh Mann, ey, ärgerlich. Leck mich am Arsch, Mann. Du kleiner Sack. Ja, jetzt, das war's, ich hab nichts gesehen.
Ich hab nichts gesehen. Meine Zeit, ey. Mann, ey. Bis zur Hälfte. Der ist auf jeden Fall machbar. Der Speer ist auf jeden Fall für den gedacht. Der Speer ist auf jeden Fall für den gedacht. Mein Gott, ey. Zweimal falsch blockt. Direkt verkackt, ey. Aber den holen wir uns. Den holen wir uns. So, ich muss auf jeden Fall nah an dran bleiben. Ja, alles klar, super. Dass der mich damit trifft, ey, das darf nicht wahr sein, ja? Leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch, Mann. Der muss einfach nur hier so in der Ecke stehen bleiben. Verdammte Scheiße, Mann. Concentration, Pippa. Concentration. Leck mich am Arsch, Mann. Boah. Boah. Ja, die Siegelfeile machen am Ende doch guten Schaden, wenn der einmal damit komplett gestunt ist. Aber was der Teil auch richtig aus, ey. Du kleiner Sack. Du kleiner Sack, ey. Nochmal. Der ist machbar, das ärgert mich jetzt. Na, zu früh, ja? Na, komm, 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 der muss einmal diesen Einher-Schaden kriegen, ey. Wacher kleiner Gott, sagt der kleine Sack, ey. Ja, komm schon, der Stun ist jetzt gleich am Start. Der Stun ist jetzt gleich am Start. Komm schon, komm schon, komm schon. Jo, 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 jo. Jetzt nur irgendwie durchhalten. Genauso weitermachen, genauso weitermachen. Okay, jetzt mal zweite Phase. Zweite Phase. Oh, shit. Boah, boah, was war das jetzt hier? Oh. Hast du Angst? Fall vor mir nieder! Mach ich mal an der Wand, ey, genau. No! Komm schon, Kratos, steh auf! Boah, du Sack, Junge, du kleiner Sack, okay. Okay, 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 ich versuche die erste Phase irgendwie mit all meinen Runen zu lassen. Und dann tatsächlich erst in der zweiten Phase alle meine Runen einmal zu fetzen. Vielleicht macht das mehr Sinn. Ja, die erste Phase ist machbar, die zweite Phase ist gemein, da kommt er zu oft mit dem Sprung. Blocks waren optimal perfekt. Schon, das ist machbar, das ist machbar. Let's go, Mann, let's go! Du Sack, scheiß Junge! Scheiß Gott, Junge, jetzt hab ich dich gestanden, komm schon, du Sack! Yes, Mann! Scheiße, Junge. Oh, no, 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 no. Eine schöne Bescherung. Okay, 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 okay. Alles klar, Freunde. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Nützt nichts. Nützt nichts. Da fehlt mir ein Level, wirklich. Da fehlt mir ein Level, Mann. Das Reviel der Herzlose.
das an, ey. Guck dir das an und dann weg ist er. Ja, es soll nicht sein. Es soll nicht sein, Mann. Wirklich. Das ärgert mich so mehr. Die erste Phase ist Lulli. Die erste Phase ist der absolute Lulli, Mann. Perfekter Block. Perfekt. Mach mich bereit. Zittere, weißer Gott. Dass man da nicht. Leck mich am Arsch, ey. Kein Bock mehr auf den Scheiß, ey. Wirklich, ey. Weil wir ziehen weiter. Wir kommen wieder, wenn wir noch ein Level haben. Ansonsten sitzen wir jetzt die nächsten 25 Folgen auf jeden Fall hier an diesem Scheißgegner, Mann. Okay. Ja, gut. Alles klar. Alles klar. So ist also. Ach ne, komm, ich muss einmal noch. Das geht nicht. Ich muss jetzt noch einmal rennen. Der ist auf jeden Fall machbar. Das ärgert mich. Der ist eigentlich genau für unser Level. Dass der mich da trifft, ey. Mann, ey. Na Freya, komm, mach mal mehr jetzt. Fall vor mir nieder. Ich muss eigentlich nur mittig in der Arena bleiben, mehr ist es nicht. Komm schon. Die andere Rune spare ich mir. Der soll erstmal sein. Genau, den soll er jetzt machen. Oh, leck mich fett. Let's go, Mann. Let's go. Speer. Mittig bleiben, wenn der Sprung kommt. Kleiner Sack. Nein, das war der Fehler. Das war der Fehler. Warum trifft er mich da? Warum? Ne, okay. Es ist offiziell. Das ist offiziell. Das verarscht mich doch nicht. Ich habe den pure Zerstörung. Das war jetzt schon wieder Unfähigkeit hoch 10. Okay, wir ziehen weiter, bevor das Spiel jetzt gleich deinstalliert wird. Wirklich. Wie gesagt, ihr capt mich von allen Souls, ne? Ich gebe eigentlich nicht auf. Aber jetzt hier im Video geht nicht. Ansonsten kippe ich gleich aus. Da kommen wir mit der nächsten Chaosflamme, kommen wir auf jeden Fall wieder. Und du kleiner Verrätersack. Junge. Was ist hier los? Du musst etwas für mich besorgen. Ein Hammer. Eine Waffe. Nein, ein Schmiedehammer. Kleines Ding. Ein Symbol des alten Widerstands. Gilden, Solidarität und so. Zumindest war er das mal, bis in die Asen unter der protzigen Zwergenstatue in der Bucht vergruben. Die Zwerge würde es freuen, ihn wiederzusehen. Hast du keine Angst, dass die Einherjar das mitbekommen? Der Allvater hat mir wegen euch fast die Kehle durchgeschnitten. Ich gebe einen Scheiß drauf, was er denkt. Komm zu mir in die Taverne, wenn du ihn hast. Ja, alles klar. Mit dem Speer wirst du sicherlich neue Gebiete in der Bucht erreichen können. Ja, jede Menge. Bei der Gelegenheit könnten wir auch gleich nach Dürlins Hammer suchen. Deine Entscheidung natürlich. Ich will die Map einmal gerade aufmachen. Oh Mann, das ärgert mich so sehr mit dem gerade. Wirklich, ey. Mann, ey. Geht es dir gut? War nicht das erste Mal, dass mich ein Aase bedroht hat. Aber. Ich hoffe, es war das letzte Mal. Ja gut, ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war, oder? Okay, Freunde. Wie gesagt, ey. Der Kampf bleibt nicht. Mir juckt in den Fingern. Mir juckt wirklich in den Fingern. Dankeschön, dass du da warst. Sollen wir jetzt zu Srinis Haus gehen? Oder sollen wir nochmal nach Midgard, Vanaheim und da schon mal ein paar Gebiete erkunden mit dem Speer? Weil wir können jetzt irgendwo neu lang gehen. Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall irgendwie stärker werden, damit ich diese ganzen Bosse irgendwie schaffe. Mann, das ärgert mich wirklich sehr. Trotzdem hoffe ich, dass es gefallen hat. Wenn ja, nimm dir kurz die Zeit. Hier rechts, links, irgendwo ist jetzt mein Profilbild eingeblendet. Klick einmal drauf, dann schenkst du mir ein kostenloses Abo. Würdest mich extrem supporten. Dann bitte einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Aktiviere die Glocke, dann verpasst du kein weiteres Video. Von mir zu God of War Ragnarok, Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, Assassin's Creed, alle Games, die eben noch so rauskommen werden. Geilen Tag noch. Ciao mit V.